mit deutscher Technologie, deutschen Kenntnissen wird woanders das Geschäft mit dem Tod gemacht. Ich glaube, man muss alles tun, was geht, um das zu verhindern. Deutschland spielt eine Rolle bei Waffenexporten, vor allem in instabile Regionen, wo Konflikte bestehen oder Unterdrückung herrschen. An erster Stelle natürlich der Nahe Osten. Damit trägt Deutschland dazu bei, dass diese Konflikte ausgesprochen blutig sind. Total zynisch, dass die deutschen Rüstungsunternehmen immer wieder über die ach so strengen deutschen Regeln klagen und gleichzeitig eine Reihe von Wegen gefunden haben, die über Beteiligung im Ausland und andere Formen zu umgehen und nach wie vor dann auch deutsche Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Das kann natürlich nicht sein. Diese Schlupflöcher muss man dringend schließen.